Oft lehnen gerade die unsere Hilfe ab, mit denen wir leben, die wir lieben und die uns am wichtigsten sind. Blicke ich auf das Montana meiner Jugend zurück, versuche ich auch heute noch zu verstehen, was dort geschehen ist und warum. Was willst du werden, wenn du groß bist? Ich werde Pastor. Was willst du werden? Am liebsten wären wir Fliegenfischer. Den Beruf gibt's nicht. Wirklich nicht? Schade. Mein Bruder Paul und ich wuchsen in einer Zeit auf, als das Land noch unberührt war. In Montana gibt es drei Dinge, bei denen man nie zu spät kommt. Zur Kirche, zum Fischen und zur Arbeit. Es war eine Welt der Wunder und der Möglichkeiten. Ich habe mich in Jesse Burns verliebt. Bei all den Regenbogenforellen hier? Aber keine ist wie sie. Aber es war auch eine gefährliche Welt. Ihr Bruder hat in letzter Zeit oft Schwierigkeiten. Wie kommt es, dass ausgerechnet die Menschen, die am meisten Hilfe brauchen, keine annehmen? Ich weiß, wie wir in die Geschichte eingehen. Er hat die Schreibweise unseres Namens geändert. Was auch immer geschieht, ich helfe dir. Norman, warte doch! Was habt ihr euch dabei gedacht? Irgendwann brichst du dir noch den Hals. Ist doch mein Risiko. Ah! Aufhören! Aus Jungen werden Männer. Ich wollte mit den Würmern fischen. Die Welt ist voller Mistkerle. Und es werden immer mehr Mistkerle, je weiter man sich von Missoula in Montana entfernt. Im Leben und in der Liebe verschmelzen alle Erinnerungen zu einer Geschichte. Und aus der Mitte entspringt ein Fluss. Aspekte im ZDF sagt über den Film: die schönste Verfilmung der letzten Zeit und das bisher persönlichste Werk von Oscar-Preisträger Robert Redford. Eine strahlende Verkörperung verlorener Werte.